Hallo, ich habe was ganz brandaktuelles für euch. Die neue Yeti DS24 V2. Der Sender wurde vor ein paar Tagen auf der JetPower-Messe zum ersten Mal vorgestellt. Und am Stand von Hacker war da wirklich die Hölle los. Alle Leute waren neugierig auf das Teil. Im Vorfeld hat man im Internet so ein paar Sachen gesehen, aber eigentlich gar nicht so viel. Und demzufolge war natürlich die Neugierde groß. Man hat es in die Hand genommen, hat damit gespielt. Wir auch. So, jetzt war die Firma Hacker so freundlich und hat mir für ein paar Tage einen Sender überlassen, um mal ein bisschen damit rumzuspielen und Feedback zu geben. Und ja, wir waren am Wochenende damit dann auch fliegen. Ich habe einfach mal ein paar Modelle drauf programmiert, sodass ich auch so ein kleines bisschen was aus der Praxis sagen kann. Ich meine, viel ging nicht, aber ein bisschen. Ja. Was haben wir hier vor uns? Wir haben Sender, Yeti-typisch im Alugehäuse. Das ist natürlich unheimlich stabil, wiegt aber halt auch ein bisschen was. Aber der Sender ist wohl 70 bis 90 Gramm leichter geworden als die V1. Ich finde es jetzt nicht dramatisch, aber klar, dessen muss man sich bewusst sein. Man hat einfach hier keinen Plastiksender, man hat hier einen Sender, der eben aus Metall ist und der wiegt halt ein bisschen mehr. Wir fliegen mit Sendergurt, für uns also von daher sowieso kein Thema. Wir haben ein sehr schön und unheimlich gut ablesbares Farbdisplay, auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Das konnte ich am Wochenende tatsächlich ausprobieren, also war einwandfrei, Bombe. Was haben wir, was definitiv neu ist? Yeti verwendet jetzt hier einen USB-C-Anschluss, über den wird geladen, über den wird die PC-Verbindung hergestellt für Updates, Modellspeicher kopieren, Bilder reinladen, whatever und auch Simulator. Also, ihr könnt theoretisch am Simulator zocken und gleichzeitig den Sender laden. Win-win. Was sonst noch an Konnektivität drin ist, ist ein Bluetooth-Modul. Mit dem werden dann Daten zum Beispiel an eine Handy-App übertragen, Telemetriewerte, whatever. Es ist drin ein WLAN-Modul. Über das soll in Zukunft dann Software-Update möglich sein. Aktuell ist das noch nicht so, aber das kommt dann wohl. Wir haben drin zwei HF-Module für 2,4 GHz, das sind die Antennen hier oben drin verbaut, und ein HF-Modul für 900 MHz, das ist hier drin, die sind auch ab Werk schon freigeschaltet. Dann, ja, was ganz schick ist, das hier ist die sogenannte Carbon Edition, ja, da habe ich also hier Carbonplatten drin. Hier überall diese Inserts, das ist alles Carbon. Es gibt auch eine normale Version und es gibt jede Menge verschiedene Farben. Preislich geht es dann los, je nach Version, bei 2.279 Euro. Dabei ist dann ein 10-Kanal-Empfänger Yeti Rex 10 Assist, glaube ich. Und Koffer und Sendergurt, was man halt so alles, was zum Sender dazugehört und was man einfach bei so einem High-End-Gerät natürlich auch als Zubehör erwarten kann. Dann haben wir, was ziemlich cool ist, diese seitlichen Schieber wurden modifiziert. Die kann man jetzt nicht nur hoch runter bedienen, sondern man kann die um 90 Grad nach oben drehen. Das heißt, ich kann sie hier bedienen oder nach unten, da kann ich sie hier bedienen. Oben ist dann eher für die Kollegen, die halt, sage ich mal, wahrscheinlich den Sender ins Pult reinhängen. Da würde ich persönlich, wenn ich Pult fliegen würde, mir eher eine DC24 nehmen. Aber okay, es würde gehen. Dann haben wir hier hinten recht cool Geber. Das heißt, hier sind Taster, hier sind Taster und hier sind zwei Schiebeschalter, die tatsächlich, wenn man denn als Handsender fliegt, ganz gut erreichbar sind mit den Fingern. Auch noch, während man an den Knüppeln ist. Das heißt, ich kann hier an den Tastern schalten und gleichzeitig fliegen und steuern und kann hier hinten auch noch schalten. Also das ist je nach Modell, was ich fliege, sicherlich kein Fehler. Genau. Was haben wir noch? Und das ist für mich, habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, eigentlich das absolute Highlight. Yeti hat brandneue Steuerknüppel gemacht. Also wirklich ganz neu, einmal von null neue Steuerknüppel entwickelt, die jetzt hier drin sind. Diese Steuerknüppel fühlen sich unheimlich gut an. Also wirklich richtig gut. Also sie sind definitiv bei den besten Knüppelaggregaten, die ich so bisher in den Fingern hatte. Die sind, ja, sie laufen, sie rasten unheimlich gut ein,
laufen nach außen total smooth. Auch die Bremse, die ich jetzt hier eingestellt habe, läuft total smooth. Ein Traum, ein richtiger Traum von Steuerknüppelaggregaten. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich total Geschmackssache. Da gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, das ist überhaupt gar nicht meins. Aber also für mich ist es wirklich der Hammer. Und was das absolute Highlight ist an diesen Steuerknüppeln, man kann die von vorne einstellen. Da ist ein Werkzeug dabei. Das hefte ich hier drauf. Dann kann ich diesen Ring hier abnehmen. Ja, da ist ein Magnet drin, der den Ring hält. Und dann kann ich die wirklich von vorne einstellen. Da sind also hier vorne entsprechend die ganzen Einstellschrauben für die Knüppelhärte, für Ratsche, für Bremse, für alles. Man kann also theoretisch auf dem Flugplatz sogar den Stickmode ändern. Also ich könnte problemlos sagen, okay, ich mache jetzt hier wieder die Feder drauf auf die Funktion und mache hier die Bremse hin und kann einen Vereinskollegen, der dann Stickmode 1 fliegt, entsprechend mit meinem Modell fliegen lassen. Das ist eine Sache von, keine Ahnung, 5 Minuten maximal. Das ist also wirklich unheimlich gut. Also ich habe mich direkt in diese Steuerknüppel da verliebt. Ich stehe halt auf sowas. Ja, ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, wir waren am Wochenende damit fliegen. Wir fanden es beide voll gut. Also wir haben richtig Spaß damit gehabt, mit diesem Sender zu fliegen. Programmierung, wer Yeti kennt, weiß, wie das funktioniert, ist super easy. Ich persönlich habe jetzt das erste Mal ja Flächenmodelle auf Yeti eingestellt, früher ja nur Helis. Und auch Flächenmodelle mit Mischfunktionen und so weiter, also wirklich, das ging ratzfatz. Telemetrie ist natürlich genial. Ja, ihr kennt es ja von Yeti. Also das sind jetzt alles Dinge, die Yeti eigentlich schon immer drin hat und die Yeti schon bei meiner ersten DS16 vor über 10 Jahren wirklich mal herausgestellt hat sogar. Inzwischen ist das ja mehr oder weniger Usus, aber das ist alles hier drin und richtig, richtig gut. Also macht wirklich total Laune. Ja, ich für meinen Teil muss jetzt leider den Sender hier wieder einpacken, an die Firma Hacker zurückschicken, weil der Sender am Wochenende auf die Hausmesse von der Firma Hepf muss. Ich sage mal kurz das Datum dazu, damit es keine Missverständnisse gibt. 28./29.09.2024, da ist bei der Firma Hepf in Österreich Hausmesse und da wird der Sender eben auch zu sehen sein. Das heißt, wer ihn in die Finger nehmen will, kann ja da jetzt auch mal hinfahren. Genau, das war's von meiner Seite jetzt eigentlich dazu. Ich war also wirklich richtig schön mit dem Sender und ich freue mich auch schon drauf, wenn dann im November die Auslieferung von den Seriensendern sein wird. Und glaube auch, dass der Sender unheimlich gut ankommt und gerade also im High-End-Modellbau wird er absolut seine Freunde finden. Also da bin ich mir total sicher, weil das ist wirklich State of the Art. So, ja, das war's also von meiner Seite. Ich wünsche euch wie immer fröhliches Fliegen, noch ein paar schöne Tage und wir sehen uns.